Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, bei einem neuen Part von Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Jetzt wäre es mir fast entfreundet, der tolle Titel dieses Games. So, ja, Leute, willkommen zurück zu einem neuen, spannenden Part voller Rätsel und Rätsel und Rätsel und, habe ich schon erwähnt, Rätsel, die wir heute lösen werden, hoffentlich. Und guten Abend, Eidatan, Nathalie. Guten Abend. Auch wieder mit am Start, klar. Unsere Expertin in diesem Game, die uns wahrscheinlich also als Joker wieder dienen darf oder kann, wenn sie möchte. Wünschenswert ist es, aber bitte nicht so viel spoilern. So, okay. Letztes haben wir noch das Kamerarätsel da drinnen gemacht mit den Fotos. Heute gehen wir dann eben weiter Richtung Norden, weil das ist unser nächstes Ziel, die Stadt erkunden, ja. Zum Herzenmuseum aufbrechen. Aber vorher reden wir noch mit dem Herrn und der hat anscheinend auch ein Rätsel. Einen Moment bitte. So, darf ich Sie leider nicht hier reinlassen. Wir haben eine Kleiderordnung. Wenn Sie mir rasch Ihren Hut geben, hänge ich ihn an die Garderobe. Eine Kleiderordnung? Wie? Wie bedauerlich. Sie möchten also, dass ich Ihnen einen Hut für Ihre Garderobe gebe, stimmt's? Nicht einen. Deinen Hund. Hut. Hund. Deinen Hund, ja. Zylinderfinder. Okay. Um Gottes Willen. Ich sehe schon kommen wieder. Felix hat dich gebeten, ihm einen Hut zu überreichen. Findest du einen Hut, der seinen Wünschen entspricht? Finde im unteren Bild den Umriss des oben gezeigten Zylinders wieder. Die Größe und Proportionen sind exakt gleich, aber möglicherweise ist der Umriss seitlich gedreht oder auf den Kopf gestellt. Zeichne mit dem Touchpad den Umriss nach und berühre dann die Antwort. Okay. Okay. Wo haben wir den? Also die Größe des Zylinders ist auf alle Fälle gleich. Puh. Ja, aufgrund dieser bunten Kästchen ist das schon ein bisschen verwirrend, ja. Ja, das macht es ein bisschen schwerer, aber nicht unmöglich eigentlich. Ja, eh nicht. Unmöglich. Nichts ist unmöglich. Toyota. Toyota. Ja, sei mal gerade doch. So. Wir müssen ihn nur finden. Da du Spezialist bist im Finden, vertraue ich dir diese Sache an. Ich bin ein richtiger Spezi. Was nicht. Bist du, ein Spezi oder was? Was bist? Ein Spezialist nicht. Ja, weiß ich hin. Du hast dich doch als Meister Luke betitelt heute, bevor wir begonnen haben. Dann zeig, was du kannst. Meister Luke! Meister Luke! Hier sind Eindringlinge! Hier sind Eindringlinge! Vernichtet sie. Aber darunter ist eine hübsche Frau. Wollen Sie sie vernichten? Vernichtet sie. Ja. Okay. Luke, ich bin dein Vater. Ja, ja. Komm, konzentrier dich bitte aufs Rätsel. Das wäre nett. Das wäre zu gütig. Das war das erste Einstandsrätsel heute. Nummer. Also nicht Rätsel Nummer 90, Rätsel Nummer 68 hinter uns bringen, ja. Wie wär's mit einer Hinweismünze? Ernsthaft? Willst du jetzt schon eine verwenden? Nein, das war ein Scherz. Ich habe eigentlich gesagt, in dem Teil werden wir Hinweismünzen verwenden, aber irgendwie haben wir bis jetzt keine verwendet. Na, bis jetzt noch nicht, hat sich auch noch nicht so ergeben. Du meinst, weil wir Nathalie auf unserer Seite haben? Meinst du das? Nicht nur. Ah ja. Sie ist natürlich okay. Eine große Unterstützung mit ihren Cheats. Mit ihren Cheats, okay. Nein, mit ihren Wissen, ja. Ihr Wissen, ja. So, wo könnte... Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Wo könnte dieser verdammte Zylinder sein? Das ist... Ich würde hier, da, ich sehe hier, das könnte man nehmen als Zylinder. Jawohl, aber warte. Dirigier mich. Wo? Ich bin hier in der Mitte. Hier. Hier, ja, hier. Geh mal jetzt auf den kleinen Punkt. Und dann jetzt zwei nach oben. In den kleinen, noch einen. Daher? Ja,
Nee, ein höher. Also, da wird da, ja. Und da dann, wohl nie. Das wird nicht passen. Da sehe ich aber nichts jetzt, ne? Überall. Guten Abend, Finn. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Ja, es hat sich doch leider, also doch leider oder Gott sei Dank, wie man es jetzt nimmt, ein Stream ergeben, aber vielleicht stehe ich ja nachher dann nach diesem Stream zur Verfügung. So. Ja, wo könnte nochmal der Zylinder sein? Ist es eine Fangfrage? Müssen wir das hier einzeichnen? Hier, da oben? Ich bezweifle es sehr stark. Wurscht. Gehen wir mal alles systematisch nochmal durch. Ich schätze mal, der wird sicher nicht so abgebildet sein, wie er oben ist. Also sicher verkehrt oder da quer. Na, das kann ich mir auch vorstellen. Aber man kann sich orientieren eigentlich an der Krempe hier, weil die so kurze... Ja, dann gut, deswegen, das schaue ich ja gerade alles, was so aussieht. Aber das ist... Da hätten wir sowas, was krempenmäßig wäre, oder hier, aber das passt nicht. Ist nicht lang genug. Was müssen wir machen? Zeichnen mit den Touchpad den Umriss nach. Das wird lustig werden. Recht weit in der unteren linken Ecke. Ah, wirklich? Recht weit in der unten linken Ecke. Alter, siehst du denn wirklich? Ah ja, warte mal kurz. Oh ja, ist er das? Wenn das Krempenstück ist, warte mal kurz. Alter, ich kann ja das nicht nachzeichnen mit dem Dreck. Das könnte ja sein, oder? Ja, das könnte es sein. Ja, aber ich weiß nicht, ob... Hab ihn, ja. Aber ich weiß nicht, ob das... Ob der mir die Lösung so nimmt. Wird schon irgendwie passen, denke ich mal. Ich glaube, die Zeichenkunst hier ist... Dann wollen wir mal sehen. Ah ja, Gott sei Dank. Oh Gott, das Spiel ist gnädig. Das Spiel ist gnädig. Löst jedes Rätsel. Das Spiel ist gnädig. Ja. Danke, Finn. Tja, weil das war eine echte Detektivleiste. Nun kannst du dem guten Felix endlich einen Hut geben. Und nicht deinen Hut, nein, einen Hut. So, das hätten wir. Hier ist ein schöner Hut für ihre Garderobe. Nanu. Professor, ich denke nicht, dass das so gemeint war. Nein, er wollte deinen Hut, weil man sollte den Hut in dem Lokal hier ablegen wahrscheinlich. Wie dem auch sei, ich setze meinen Hut nicht ab. Gehen wir, Luke. Aber ich hätte doch so gerne einen Happen gegessen. Ich werde meinen Hut gewiss nicht abnehmen, Luke. Mehr will ich dazu nicht sagen, Manu. Das muss doch auch irgendeinen Grund haben, warum er seinen Hut... Das ist, erinnert mich gerade wie bei... Detective Conan, Megore, ne? Der nimmt ja seinen Hut auch nicht ab wegen der Narbe, ne? Ja. Genau da, vielleicht hat der Professor Layton, der hat vielleicht auch irgendein Hinterbleibsel aus der Vergangenheit, wo er nicht stolz drauf ist, ja? Keine Ahnung, vielleicht erfahren wir es ja noch. Also, das ist mir zu hoch. Oh, ein Puppenhaus erhalten! Wir können den Hamster in Form bringen. Yeah, machen wir gleich. Vielleicht hat er kreisrunden Haarausfall. Naja, Haare. Ja, gut, kreisrund könnte hinkommen, weil Haarbüschel sehen wir ja rechts. Obwohl, haben wir nicht in einer Videosequenz schon mal den Hut wegfliegen sehen? Er hat Haare auf alle Fälle. Er hat auf alle Fälle Haare. So, Nathalie, du bist dran. Wir können wahrscheinlich jetzt die 18 Schritte gehen. Was macht das Puppenhaus? Das haben wir doch eh schon mal, ne? Genau, da, warte, da rennt er bis da runter. Und dann 1, 2, 3 Felder wieder. Okay, wir können dich schlanker machen, wenn du willst. Aber da ist die Frage, da muss ich die Mauer hier dazwischen geben, dass das nicht stört. Ich hoffe auch, dass er runter rennt und nicht nach rechts. Das ist halt... Okay, wir probieren es einmal. Bewegung, Nathalie, Bewegung! Mit dem Bewegen, das ist nicht meins. Ja, das mit dem Bewegen, das ist nicht meins, ja. Okay, er geht hinunter, nice. Dieser Dialekt. Ja, ja, aber cool irgendwie. So. Nathalie macht einen neuen Rekord. Wird, statt Moppel wird sie was anderes jetzt gleich. Aufpassen. So. Ja, dann rennt sie blind gegen die Wand. Boing.
Und dann noch zum Puppenhaus, bitte. Yep, nice. Ja, neuer Rekord. Oh mein Gott. Moppel digitiert zu... Moppel digitiert zu Bummler. Wir haben einen Bummler. Das klingt wie so ein Insekten-Pokémon. Aber schau, der Hamster ist richtig schon schlank. Schau, wie dünn, schau. Siehst du? Ja. Richtig cool. Aber jetzt brauchen wir 4 Schritte mehr. Wo nehme ich denn die her, bitte? Das ist schon extremst. Gibt doch ein Bummler-Pokémon sogar. Bummels heißt der sogar. Ja, Bummels, ne? Stimmt, ja. Das ist dieses Faultier da, das ähnliche, gell? Ja, dieses Faultier. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Next Screen. Aha, da oben ist unser Ziel sogar schon. Ist das eine Katze da oder ist das ein Hund? Ich erkenne das nicht. Ein verkuppelter Hund. Keine Ahnung. Okay, 2 Hinweismünzen und wir haben in jedem Screen wahrscheinlich 3 Münzen. Ja, 3. Da haben wir schon 3. Nice. Also ich glaube wirklich in jedem Screen 3 Münzen. Okay. Schauen wir mal, was ist denn das da? Ein Hund? Oh, ist ein hässlicher Hund. Ah, eine Prinzessin heißt er sogar. Oh. Dreht er eine Windel? ja, schaut so aus. Denke mal. Dieser Hund scheint mir nicht besonders gut aufgelegt zu sein, Luke. Ich will ja mal sehen, warum er so knurrig ist. Hallo Hundchen. Lieber Hund, braver Hund. Das geht schief. Oh, Fetzreißschnapp. Man hat dein Schmerzensschrei nicht gehört. Aua! Sitz, Platz! Braver Hund. Aweia, Luke, hat er dich erwischt? Ich würde sagen, dem Hündchen ist gerade nicht nach Reden zumute. Scheint so. Dann müssen wir uns wohl einen anderen Weg durch die Stadt suchen. Hier kommen wir momentan nicht durch. Okay, der Hund blockt alles ab. So ein mieser Hund. Aber sowas von. So, nein, wir müssen sowieso zum Museum da links weiter. Und da vor uns ist das Museum auch schon. Dann will ich aber noch ein bisschen nach links schauen dann. Okay, dann mal Hinweismünze. Zweite Münze. Und dritte Münze. Okay. Das Ziel ist mir wurscht. Also, wir können nicht weiter. Hier geht es zum Museum. Sehen wir uns dieses Tor doch mal etwas genauer an. Wieso? Ich will doch erkunden. Lass mich doch erkunden. Nicht. Unsichtbare Mauern. Das muss das Museum sein. Leider ist das Tor abgeschlossen. Offenbar hat das Museum gerade nicht offen. Dabei hatte ich mir einige nützliche Hinweise erhofft. Nun, zu warten bringt uns auch nicht weiter. Lass uns erstmal woanders unsere Ermittlungen fortsetzen. Luke und Professor Layton ohne Flora, weil sie ja krank im Hotel liegt, beschließen in der Stadt nach weiteren Informationen zu suchen. Was, und den Kick hat es dir jetzt gegeben, dass wir jetzt hier nicht weiter können? Ja, scheinbar. Super. Ja, ja, okay, der Hund ist auch noch da. Nervbolzen, vielleicht dürfen wir jetzt dann nach links weiter vielleicht? Ja. Jetzt sind wir fast im Rotlichtviertel, ne? So ist auch schön. Komm im Puff, in der Puffstraße. Ja. So. Okay, eine Münze. Da muss es doch noch mehr geben. Wer sucht, der findet. Wow, deine weißen Sprüche. Wie habe ich die vermisst? Ich weiß, ich finde sehr hilfreich. Gern geschehen. Aha. Wer sucht, der findet, und findet, der sucht, ne?
Also irgendwie... Habe ich nur eine Münze gerade? Ja, wie gesagt, es ist ja nur eine Theorie, dass es immer drei Münzen gibt. Und irgendwie... Vielleicht entlang der Liane schon mal gegangen? Ja, da ist ein Text. Wenn ein Text aufpoppt, ist keine Münze drinnen. Das habe ich da, glaube ich, schon öfters erklärt. Kann ja da nicht sein, ne? Ja, wurscht. Egal. Reden wir mal mit ihr. Aber mit ihm. Schaut aus wie Mozart. Oh, habt ihr das gesehen? Was gesehen? Na, den Geist natürlich. Da ist doch gerade meiner vorbeigeschwebt. Ich hab's genau gesehen. Oh, Menno, den habe ich wohl verpasst. Das war schon der 12. heute. Offenbar ist der Platz hier perfekt für die Geisterschau. Ich stehe schon seit Stunden hier. Das ist so faszinierend. Ich bin richtig gefesselt. Deswegen bewegst du ja nicht weg. Das ist sicherlich sehr aufregend, aber dürften wir Ihnen wohl einen Tee zur Erfrischung machen? Oh ja, ich schreie manchmal wie am Spieß, wenn ich einen Geist sehe und jetzt tut mir der Hals weh. Aber wenn ich schon Tee trinke, dann soll es ein mysteriöser Tee sein. Uiuiuiui. Also ich meine einen süßen, ungewöhnlichen Tee. Wir haben nur zwei. Das schaut aus wie ein Kind, also. Wir servieren ihn einmal den. Nein, das hat er nicht erwartet. Okay. Hey, das ist ein stinknormaler Tee. Was soll denn daran ungewöhnlich sein? Der möchte wahrscheinlich einen Tee haben, der nicht verzeichnet ist. Wahrscheinlich. Aber jetzt hat er sowieso was anderes, weil... War das mit Tee? War das eine einmalige Chance, ne? Na, was weiß ich. Also, ich hätte wahrscheinlich eine Hinweismünze bekommen. Deswegen. Seid gegrüßt, Fremde. Lasst mich raten, ihr seid auf der Suche nach Ruhm und Reichtum. Mitnichten, wir suchen eine gewisse Schatulle der Pandora. Haben Sie eh davon gehört? Das ist ein fantastischer Name, aber ich kann nicht sagen, dass ich davon schon mal gehört hätte. Aber was, ich denke, ich kenne dein Rätsel, das ihr bestimmt auch noch nie gehört habt. Na, super. Drei Paare. Auf einem vergilbten Foto sind drei Paare zu sehen. Darauf steht kein Mann hinter seiner Ehefrau. Von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern und sitzen nebeneinander. Der Mann der älteren Schwester hat keinen Bart. Alle auf dem Foto tragen einen Hut. Außer dem Mann der jüngeren Schwester. Die Frau, die keine Schwester hat, sitzt vor dem Mann der jüngeren Schwester. Findest du den Mann, der mit keiner der Schwestern verheiratet ist? Okay. Also. Kein Mann hinter seiner Ehefrau. Von den drei anwesenden Frauen. Der Mann der Eltern. Okay. Also nur die Männer der Schwestern. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen den, was nicht zu den Schwestern gehört, ne? Kein Sohn. Du weißt es? Woher weißt du das so schnell, hallo? Nee, ich sagte scheint so. Na, nicht du, Finn. Ah, okay. Warte mal kurz. Oh. Hey, TK! Schönen guten Abend. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Schon fertig mit Lego City? You finished the Lego City Project. So, alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Okay, warte, das ist dann der Mann der jüngeren Schwester hier. Ja. Kann man das so machen? So. Das ist der Mann der jüngeren Schwester, das heißt, der fällt eh schon mal aus. Mal kurzes Reinstimmen. Gut so weit. Bin gerade noch unterwegs gewesen. Ziemlich voll gegessen. Was hat's denn Gutes gegeben? Wart ihr auswärts essen, oder was? So. Alle auf dem Foto tragen einen Hut, außer dem Mann der jüngeren Schwester. Außer dem Mann der jüngeren Schwester. Ja. Das heißt, eigentlich müsste es B sein. Beim indischen Restaurant. Oh Gott, indisch geil. Richtig geil. Es steht auch dabei,
Von den drei anwesenden Frauen sind zwei Schwestern sitzen nebeneinander. Das heißt... Ja, mein Mann, der Elfenschwester hat keinen Bart. Ja, der kann es nur B sein, weil der B hat einen Bart. Was? 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 Ja, der Mann der Elfenschwester trägt keinen Bart. Ja, eigentlich also, schon. Dann kann es ja... Kann es nur B sein, ja. Kann es eigentlich nur B sein, ne? So, was ist... Und Lego werde ich vermutlich Dienstag finalisieren. Okay, dann schaue ich wieder mal vorbei auf alle Fälle. Ein 100% Projekt, warum nicht? Warum nicht? Ist eh Heidenarbeit gewesen wahrscheinlich. So, wir fixieren uns jetzt auf B. Was sagen die anderen? Ja. Sollen wir B nehmen? Das ist kein besonders schwer, aber es ist ein 30 Pikarat, ja. Ja, aber es sollte eigentlich B sein, ja. Eigentlich kann man es mit Ausschlussverfahren von den Schwestern her auch machen, weil keine Schwester, also kein Mann der Schwester dahinter steht. Also machen wir es einmal. Nehmen wir B. Wird schon stimmen. Nun die Probe aufs Exempel. Jawohl. Perfekto. Quod erat demonstrandum. Antwort ist B. Und zur Lösung, da musst du den Text nur genau durchlesen. Genau. Der Gatte der jüngeren Schwester trägt keinen Hut und der älteren Schwester hat kein Bart. Genau, das wäre die schnellere Lösung. Oder man macht das mit den Schwestern, das wäre die langsamere Lösung. Gut gemacht. Viel Glück mit eurer Dingsbum-Schatulle, ne? Wie hieß sie noch? Die mit dem tollen Namen? Bestimmt ist da ein Flaschengeist drin und man darf sich etwas wünschen. Okay. Hast du noch was für uns? Na. Ich hätte gerne... Das mit dem Thema vergeigt. Naja. Ja, anscheinend. Oder das kommt wieder. Ja, aber ich kann doch nicht einfach nur so herumprobieren, die Tees. Da muss es doch Rezepte geben oder irgendwas, ne? Ah, jetzt kommen wir zu dem Puff, ne? Hm? Oh, Herr Beluga, lange ist's her. Haben Sie inzwischen das gefunden, was Sie gesucht haben? Ha, nein. Ich habe Samuel mit der Suche beauftragt, doch der Junge ist so nutzlos wie eine kaputte Uhr. Ja, die Aufgabe war pures Lesen, das stimmt. Ach, ärgern Sie sich nicht, mein Süßer, sonst bekommt Ihr hübsches Gesicht noch Falten. Und da dauert die heutige Sitzung sicher länger. Na, wie sieht's aus, Belugerchen? Wollen Sie noch kurz hereinkommen und über alte Zeiten reden? Das ist wirklich ein Buff, oder? Kann das sein? Oder ein Massagestudio? Festor, haben Sie das gesehen? Herr Beluga ist gerade in dieses Kabarett gegangen. Ja, Kabarett, natürlich, natürlich. Das sehen wir uns mal genauer an. Okay, das heißt, storytechnisch geht es hier weiter. Dann ist mir das gerade herzlichst egal. Dann gehen wir mal hier rauf. Und schauen uns dort ein wenig um. Sehen Sie diesen Wachturm dort, Professor? Er sieht ja fast so aus, als wäre da jemand drin. Bis der Bad Eilstadt wie verzweigt die Stadt ist. Erkundungsenorm. Okay. Schau, da sind sogar Palisaden dran. Okay. Ah, Münze. Ah, jetzt bin ich leider im Gebäude drin. Gottes Willen. Ob ich mal überhaupt merke, wo wir über... Ja, ja, Wachturm passt. Hast du diese Mail? Gut, wir machen als erster dieses Gebäude hier. Warum nicht? Eine Münze... Zweite Münze, genau in der Wurst drinnen. Und dritte Münze. Aber es kann ja irgendwo noch ein verstecktes Rätsel auch sein, natürlich. Aber wir reden mal mit dem hier. Na, gar eine vierte Münze. Gitsch! Hier riecht es überall nach Knoblauch. Und es stinkt auch entsprechend. Pfui! Der Geruch ist wirklich beißend. Zum Glück trage ich stets ein Taschentuch bei mir. Da treibt es ja einen die Tränen in die Augen. Ah, endlich Kundschaft. Der reinspaziert. Knoblock heißt er. Sie sind seit Monaten die ersten Kunden. Kein Wunder, wenn es so stinkt. Die Bürger haben sie vor meinem Laden abgewandt.
Das überrascht mich gar nicht. Ja, ja. Bei dem Knoblauchgeruch kann man ja nicht mal mehr normal denken. Jetzt sag nicht, wir lernen das Rezept für den Knoblauchtee. Es riecht etwas nach Knoblauch, na und? Das ist nun mal zum Schutz vonnöten. Wir haben nämlich ein kleines Vampirproblem in der Stadt und da hilft eben nur Knoblauch. Vampire? Im Ernst? Sieh etwas so aus, als ob ich Witze mache? Habt ihr das Schloss oben auf dem Berg gesehen? Dort versteckt sich angeblich unser Vampir. Ich sage ja nicht, dass ich das wirklich glaube, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aha. Ein Vampirproblem, okay. Okay, hier wagt sich kein Vampir rein. Das verstehe ich. Das heißt, dieser Ort ist quasi unser Schutzbunker für Vampire. Verstehe. Okay, na dann bis später, Herr Vampirgegner. Okay, der Wachturm, den können wir auch besteigen. Schauen wir mal. Ja. Was? Oh weh, jetzt bin ich aber erschrocken. Was macht denn da so einen Lärm? Ich weiß es nicht, aber ich denke, es kommt aus dem Stockwerk über uns. Los, Luke, nimm mir die Treppe. Alter, so viel Erkundungstrieb hier gerade. Ah, oh, wir können ein Foto machen. Du hast ein Foto von diesem Ort gemacht, doch irgendwas ist eigenartig an dem Bild. Wähle die Kamera im Koffer des Professors, um Fotos zu untersuchen. Okay. Die Museumspforten sind zu. Neue Fotos. Okay. Schauen wir sich das mal an. Drei Fehler oder was? Turmtreppe. Okay, drei Unterschiede müssen wir finden. Okay, da ist der Spiegel zerbrochen. Das haben wir gleich. Oben rechts ist die Stange kürzer. Die Knoblauchstange kürzer. Okay, also. Hierher, ja. Achso, warte. Nun die Probe aufs Exempel. Aber der hat mir die Markierungen nicht gemacht, das oder? Das ist wirklich eine harte Nuss. Was? Okay, warte mal. Der macht mir aber nur eine Markierung. Das heißt, das ist ja auf alle Fälle richtig, ne? Ja. Machen wir mal das eine. Nun die Probe aufs Exempel. Ja eben. Ach, das muss ich einzeln eh machen. Okay, na passt. Ah, ganz famos. Okay, erster Unterschied gefunden. Ja, ja und die ist sowieso, die ist kurz auf jeden Fall. Also, das stimmt schon. Nein, das Bild ist nur weiter unten aufgenommen. Schau, weil es geht genau hier lang. Schau. Es ist oben abgeschnitten, das Bild nur. Ach so, okay. Ja, na das war, ja. Dann hier die Flüssigkeit, da unten haben wir noch. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran und hab recht. Sowas schafft nur Leightons Lehrling. Da, Leightons Lehrling, nicht Meister. Ja, merkt ihr das? Lehrling. Leightons Führer. Lehrling. Vergiss es, ich lass mich auch abstufen. Ja, lass dich herabstufen. Nein. Doch. Nein. Ich befehle dir ja. Nein. Ja. Kristall. Heute nicht, nein. So, such lieber den letzten Fehler. Ja, ich such gerade. Bevor du mir wieder widersprichst. Ich verspreche das. So. Na, da versteckt sich aber gut der Fehler. So freut mich das. Wenn es einfach wäre, wäre es ja langweilig. Na dann komm, Meister, ne? Was ist? Fehler suchen kann man nicht mal recht lange dauern. Das heißt, wir beenden den Stream, oder was? Es kann lange dauern. Fragt sich nur, wie lange.
Ja, nachdem wie gemein die Fehler sind. Das gibt's ja nicht, da muss ja irgendwas sein. Ist ein bisschen verwirrend, dass das abgeschnitten ist, das Foto, aber... Ja. Aber wenn man es weiß, dann kann man ja darauf reagieren. Das Geländer hinten? Nein. Der Spiegel vorne? Nein. Hä? Spiegel auch nicht, die Ritze auch nicht, Fenster, das was dann der Wand hängt. Ah! Alter Falter! Ernsthaft? Hier? Nein, oder? Oh ja! Bist deppert, da musst du schon genau schauen. Was ist denn der Fehler? Da fehlt dieses Knöckelchen hier. Wenn du das siehst. Da unten schaut es aus wie abgebissen. Erkennst du das? Ich kann leider mit dem Mauszeiger nicht drauf zeigen, deswegen. Schau hier, an der Stelle, wo ich mit dem Cursor bin, schau bitte hierher. Da, wo ich jetzt bin, ja? Okay, ja, jetzt sehe ich es auch. Ah, jetzt sieht er es auch. Super. Nun die Probe. Ja, das hat was. Das wird noch Hammer werden, wahrscheinlich. Errat demonstrandum. Das sind Unterschiede. Du kannst ein verstecktes Rätsel finden. Aha. Und wo ist das Rätsel? Aha, da oben. Nanu? Da ist jetzt wirklich ein verstecktes Rätsel vor Ort? Ja, wirklich? Okay. Volltreffer, ein verstecktes Rätsel. Interessant. Falsche Münzen. Du hast 5 Beutel, in jedem der 5 Beutel sind 10 Münzen. In einem der Beutel sind falsche Münzen, die leichter sind als die echten. Eine echte Münze wiegt 10 Gramm, eine falsche Münze 1 Gramm weniger. Wenn du eine Waage benutzt, die maximal 200 Gramm wiegen kann, wie oft musst du mindestens wiegen, um den Beutel mit den falschen Münzen zu identifizieren? Das heißt, in jedem Beutel sind 100 Gramm drinnen, ne? Und ein oder was? Ja, außer bei einem, da sind es weniger, ne? Mindestens 2-mal muss man dann wiegen. Okay, erklärst du es? Also einen Sack nehmen und dann noch einen anderen und dann gucken, ob das gleich ist oder nicht. Und wenn es dann anders sind, der weniger wiegt, dann ist das der richtige. Ja, aber es sind ja 5 Säcke. Ja. Eben. Ja, erklärst du es noch einmal? Bei 2 hätte ich auch gesagt, aber ich habe eine andere Erklärung. Ja, 2, weil es halt, ja. Ja, weil was? Weil ein Sack muss ja weniger wiegen. Und dann, wenn man Glück hat, dann kann man beim ersten Mal wiegen, dann hat man dann schon den Unterschied bei einem gemerkt. Genau, es steht ja, wie oft musst du mindestens wiegen? Ja, 2-mal. Hätte ich auch gesagt, aber ich erkläre es einmal anders. Ich erkläre schrittweise. Ich nehme Sack 1 und 2, lege ihn auf die Waage. Dann stelle ich fest, ob es 200 Gramm sind oder nicht. Wenn es 200 Gramm sind, lasse ich es einmal. Dann nehme ich Sack 3 und 4, lege ihn auf die Waage.
wenn der auch nicht dann ist, dann weiß ich, dass es Sack 5 ist, ne? Wenn bei 1 und 2 nur 190, also weniger dabei sind als 200, ne? Dann muss ich die zwei noch einmal, also einen davon abwiegen, dann weiß ich, welcher der leichtere ist. Mindestens zweimal, ja. Nur, was ist, wenn ich das Prozedere nehme, ich wiege die einmal ab, stell dann aber fest, bei 3 und 4 ist der Haken drin und muss aber dann 3 und 4 noch einmal abwiegen. Das heißt, dann müsste ich es dreimal aber machen, ne? Aber es geht ums Mindeste, also mindestens zweimal. Aber es kann halt vorkommen, dass man es auch dreimal machen muss, ne? Ja. Also mindestens zweimal hätte ich jetzt schon als richtig empfunden. Ja. Oh, geiler Zweier. Ich bin so beeindruckt. Also ich könnte bei Activity mitmachen. Was? Zwei stimmt nicht? Okay. Man muss auch verlieren können. Okay. Na, mindestens einmal. Man kann ja einmal einen drauf packen, wenn der dann Naja, eigentlich ja, stimmt auch. Wenn man ein Glück hat, dann ist es gleich der erste, ne? Ja. Also mindestens einmal muss man wiegen, ja. Ja. Da sind wir beide reingefallen jetzt, ne? Aber stimmt jetzt die 1? Schauen wir mal. Kein Rätsel ohne Lösung. Ja, natürlich, okay. Ja, eben mindestens einmal. Alter, sind wir bescheuert. Ja. Das hat keiner gesehen jetzt. So. Du musst die Waage nur ein einziges Mal verwenden. Nimm es jeden Ball. Aha. Aha, okay. Na, Moment. Da gibt es eine andere Lösung. Du musst die Waage nur ein einziges Mal verwenden. Nimm aus jedem Beutel eine Anzahl Münzen, die der Ziffer auf dem Beutel entspricht. So hast du 15 Münzen, die du auf einmal wiegst. Wären alle Münzen echt, hätten diese 15 Münzen ein Gewicht von 150 Gramm. Die Differenz zwischen den 150 Gramm und dem tatsächlichen Gewicht entspricht der Ziffer auf dem Beutel mit den falschen Münzen. Okay, so kann man es auch machen, ne? Da wäre ich aber nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ja, das ist kompliziert gedacht. Bei dem Rätsel bin ich richtig ins Schwitzen geraten. Sicher? Merkt man dir gar nicht an, Luke. So, gehen wir mal den Turm rauf, weiter. Okay. Haben wir hier wieder drei? Da hängt aber auch überall Knoblauch. Sag mal, gibt's da wirklich ein Vampir? Hab gewusst, dass da was drin ist. Ja, das war auch klar. Aber eine Münze müsste noch was sein. Da haben wir's. Okay. Hallo, werter Herr. Was machen Sie hier ganz allein? Hinfort, ihr heiligen Vampire! Verlasst sofort unser unverzüglich mein Grundstück! Geht es Ihnen gut? Was? Wer seid ihr? Nein, schweigt! Ich habe euch durchschaut. Vampirschergen erkenne ich sofort. Moment mal. Wovon reden Sie bitte? Wir haben gerade einen lauten Schrei gehört und wollten helfen. Sag, was du willst, Kerlchen, aber es wird dir nichts nützen. Mir macht er nichts vor. Wenn ihr wirklich keine Blutsauger seid, dann löst mir dieses Rätsel hier. Löst es! Blick auf den Turm. In einer ruhigen Stadt steht ein Turm, der einen wunderbaren Ausblick über die ganze Stadt bietet. Da man jedes Gebäude vom Turm aus sehen kann, sollte man logischerweise auch von jedem Gebäude aus den Turm sehen können. Auf dem Bild unten siehst du jedoch ein Gebäude, von dem aus man die Turmspitze in keinen Fall sehen kann, egal aus welchem Fenster man sieht. Kreise dieses Gebäude ein. Darf ich sagen? Kannst du gerne machen. Ich schätze den Trick vom Turm selber aus, kann man die Turmspitze natürlich nicht sehen. Hätte ich mal gesagt. Wäre logisch, ne? Ja, wenn er nach oben schaut, ja. Würde schon. Aber ich würde sagen, dass das Haus, das, da wo du gerade dran bist, das Grün mit den grünen Dächern da. Das hier? Nein, glaube ich nicht. Ich bleib beim Turm. Ich glaube, das ist so eine fiese Fangfrage wieder. Weil es steht ja extra, jedes Gebäude, von dem aus die Turmspitze in keinem Fall sehen kann. Die Turmspitze. Ja, der Turm, sage ich auch. Danke, Nathalie.
Hätte ich auch gesagt, weil das ist das Fiese dran, glaube ich. Ja. Normalerweise siehst du auch die Turmspitze nicht, weil da müsstest du dich eigentlich normalerweise weit eben aus dem Fenster rauslehnen, ja. Also im Normalfall, natürlich gibt es vielleicht irgendwelche Bauten, die, aber das besprechen wir jetzt nicht, ja. Die Bauweise von Türmen. Gut gemacht, mitgedacht. Vom Turm aus kann man auf keinen Fall die Spitze des Turms selbst sehen. Natürlich kann man sich recken und nach oben schauen, aber die Spitze sieht man so trotzdem nicht. Eben. Eben. Dankeschön. Nicht schlecht für ein Vampir. Es sei denn, ihr seid doch keine Lakaien des Blutsaugers. Falls dem so ist, dann folgt besser mein Rat und bleibt bloß dem Schloss fern. Okay. Dort lebt einer der schlimmsten und fürchterlichsten untoten Kreaturen weit und breit. Dort lebt ein Untoter? Ja, also sozusagen. Okay, neues Geheimnis. Gerüchten zufolge haust im Schloss am Rande der Stadt ein Vampir, weshalb es auch kein Einwohner von Vollenz je wagt, sich dort aufzuhalten. Ist es tatsächlich möglich, dass ein Vampir in Schloss Herzen wohnt? Hast du noch was für uns? Seht ihr das Schloss da drüben in der Ferne? Das ist das Versteck des Vampirs. Haben wir schon gesehen, ja. Danke. Ich kann ihn manchmal sehen, wie er in seinem bizarren Umhang hin und her stolziert. Er hat es auf mich abgesehen. Und auf alle anderen auch, die für ihre Stadt kämpfen würden. Okay. Ich wette mal, der Weg zum Schloss ist noch gesperrt, oder? Nein, schaut nicht so aus, ne? Sag mal, wollen wir jetzt wirklich alles abgeben, bevor wir zu Beluga gehen? Ja, vielleicht. Okay, Leute, das Aufnahmefenster hat sich wieder ein bisschen geändert, sorry. Welche Schlamperei. Ja, ne, da schaut man einmal nicht auf die Maus und schon ist alles aus, ne? So. Okay, eine Münze. Ja, weil Beluga ist ja eigentlich unser nächstes Ziel, ne? Eigentlich, oder? Bei dem Kabarett da, ne? So Kabarett nennt. Zwei. Wo ist unsere dritte Münze? Wo? Ah, danke schön. Gut, hier haben wir eh nichts mehr. Dann gehen wir doch einmal weiter. Schauen wir. Ah, es geht eh nicht. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl. Wer weiß, wohin der Pfad führt. Er scheint, das führe hinaus in die Wildnis. Aber vorerst braucht uns das nicht zu interessieren. Okay. Na dann, hat sich das erledigt. Habe ich mir eh schon irgendwie gedacht. So. Was ist mit dem Herrn hier? Man sieht nicht jeden Tag neue Gesichter hier. Ihr seid wohl nur zu Besuch in unserer Stadt, oder? Gewissermaßen, ja. Allerdings sind wir nicht wegen der Sehenswürdigkeiten hier. Wir suchen nach der Schatulle der Pandora. Haben Sie jemals davon gehört? Nein, das kann ich nicht behaupten. Leider, denn ich würde euch gerne weiterhelfen. Aber ich kann doch die Besucher unserer schönen Stadt nicht mit leeren Händen gehen lassen. Ich kenne dieses nette Rätsel, das ich euch gerne erzählen würde, als Souvenir, wenn ihr so wollt. Okay. Der vierte Körper. Fünf seltsame Körper sind hintereinander angeordnet, aber anstelle von Körper 4 ist nur eine Lücke zu sehen. Sieh dir die vier restlichen Körper gut an und entscheide, ob Körper A, B oder C die Lücke füllen soll. Wieso die Lücke auf die Mücke? Gibt's da irgendeinen Grund? Wir haben am Anfang haben wir einen Würfel, einen Zug gemacht. Dann haben wir... Obwohl, warum ist am Anfang der Würfel zu? Vielleicht ergeben alle vier zusammengesteckt, der Würfel vielleicht. Naja, nein, glaube ich nicht. Oder jeweils zwei, dass man... Glaube ich nicht.
dass man zum Beispiel es kann auch, aber kann. Wenn ich zwei anschaue, würde das ja nie eins ergeben, oder? Ich bin überfragt, gerade. Ich auch. Ich kann nur raten. Ich würde B raten. Ich hätte auch aber B gesagt, weil, weißt du warum? Ich gehe nach dem Zelda-Prinzip. Links vor rechts, aber goldene Mitte geht vor. Kein Rätsel ohne Lösung. Das ist aber ich dachte, dass ich geantwortet ist. Okay, darauf muss ich jetzt einen Schluck trinken. Sorry. Ich weiß zwar nicht, was die Lösung ist, aber B war gut, ja? Danke, Zelda. Danke, Ocarina of Time. Weißt du, die Deko im ersten Dungeon? Deko-Baum. Diese Deko-Sprösslinge. Links vor rechts, aber goldene Mitte geht vor. Also Mitte, links, rechts. Schön. Hat geholfen. Körper B ist die richtige Antwort. Warum? Die Reihenfolge basiert auf den Ziffern, die in jedem der Körper verborgen sind. Wenn man den einzelnen Körper um 90 Grad im Uhrzeigersinn dreht, werden die Ziffern schnell sichtbar. Ah, okay. Okay, den 1er verstehe ich jetzt zwar nicht. Aber 2, 3 sieht man, 4. Achso, oh ja, 1. Ja, oh ja. Oh ja, passt. Ist ja die Schräglage. 4 und 5. Zahlen, okay. Da muss man drauf kommen. Ja, aber wir haben gut geraten. Bei 3 Möglichkeiten war schon mal gut. Gut gemacht. Ich will euch nicht entmutigen, aber wenn ihr die Schatulle sucht, werdet ihr den Pech haben. Viele der Einwohner, die sich in vollends auskannten, sind vor einigen Jahren weggezogen. Alles hatte mit einem seltsamen Gerücht angefangen, das sich hier wie ein Lauffeuer verbreitet hatte. Jetzt sind wir zwar am richtigen Ort, aber womöglich kann uns dennoch niemand helfen. Sagen Sie, was war denn das für ein Gerücht? Irgendwas wegen eines Fluchs? Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich frage mich oft, wohin die ganzen Leute gegangen sind, die vollends verlassen haben. Tja, die sind vielleicht verreckt. Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber ja. Das Gerücht ist vor ein paar Jahren aufgekommen, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Okay. Gut, wir werden mal zwischenspeichern. Wir haben ja einiges. Der alte Turm, okay. Wir haben ja einiges erreicht gerade. Wieder. Brumm. So, dann gehen wir mal rauf weiter hier. Im hinteren Bereich, okay. Können wir da irgendwo rein? Nein, das ist schon der Endscreen. Okay, da haben wir eine Münze, nice. Da haben wir noch eine Münze, nice. Verdächtige Stelle hier auf der Seite vielleicht? Die da, die da, die da. Ah, nein, Alter, bin ich gut. So. Hallo, die Herren. So sieht man sich wieder. Geht ihr nach Norden? Was wolltest du sagen? Entschuldige. Ach, du bist der Beste. Ich weiß. Ich bin der eigene Schnuffelhund. Wuff, wuff. Ich weiß nicht. Wieso? Was ist denn da eigentlich? Ach, nichts weiter. Nur ein paar alte Häuser, an die ich Briefe aus Dropstone verteilen muss. Wirklich? Die Leute aus Dropstone schicken Briefe hierher? Kaum zu glauben, was? Irgendwas scheint Dropstone mit vollends zu verbinden. Es ist schwer zu beschreiben. Nun denn, ich muss los. Die Leute warten schließlich auf ihre Post. Hey, warten Sie doch mal. So, was hat er... So, was... Er hat sich nicht mal mehr umgedreht. Er konzentriert sich ganz auf seine Arbeit. Ein sehr ungewöhnlicher Mann, dieser Postbote. Nun, wir müssen unsere Ermittlungen fortsetzen. Okay, wir können nicht nach Norden gehen mit der Postbote. Okay, tschüss, Posti. Dann gehen wir mal... Nein, da war... Willst du jetzt deinen Tee wieder? Nein. Oder? Nein. Ich glaube, das mit Tee haben wir wirklich verhaut. Aber ich glaube, ich habe auch nicht alle Zutaten. Fragen kostet nichts. Beginnen wir doch bei der Dame, die vor dem Theater steht. Ja, ja, machen wir gleich. Wir gehen einmal weiter. Ah, jetzt sind wir wieder am Hauptplatz, wo wir Richtung Hotel gehen. Wieder. So. Jetzt sind wir quasi hier eine Runde gegangen. Ah! Der hat was zu sagen, oder? Kann das sein? Sie sehen etwas unzufrieden aus. Mein Herr, wo drückt denn der Schuh?
Stehe jeden Tag stundenlang hier draußen. Das geht mit der Zeit in die Beine, wissen Sie? Sollte mich nicht anfangen, regelmäßig Pausen einzulegen. Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie als Türsteher nicht leicht haben. Vielleicht können Sie mit einer Tasse Tee verwöhnen. Tee kann sehr erfrischend sein. Das wäre nett, aber ich muss Sie gleich vorwarnen. Ich arbeite in einem 5-Sterne-Restaurant, was mich wählerisch gemacht hat. Aber wenn Sie einen milden, leicht pikanten Tee kochen würden, treffen Sie genau meinen Geschmack. Einen milden, leicht pikanten. Okay, nein. Haben wir aber nichts, gell? Nein. Ich kann nur Herr... Warte, pikant. Da, pikant steht. Was hat er gesagt? Ein milder, aber leicht pikant? Okay, das heißt, ich muss mit dem hier arbeiten. Was? Milder und leicht bekannt. Das heißt, bekannt wird weniger sein. Probieren wir es einmal so. Okay, das war es einmal nicht. Bekannt? Kommt es auf die Reihenfolge auch an, wie man das reintut oder nicht? Den kann man nicht. Ja. Vielleicht Ferment und dann zweimal beruhigen. Wenn man das so. Na. Sauer, süß. Ah, erfrischend, das brauchen wir vielleicht noch. Probieren wir das einmal. Okay. Ja, keine Ahnung. Was sauer wird er ja nicht wollen, ne? Ich glaube, das Teespielchen, das werden wir vergeigen. Sowieso schon. Echt? Zweimal das Milde. Also einmal das Pikante, einmal das zweimal das Milde. Habe ich ja schon. Nein, ich meine das andere. Das linke. Das hier? Ja, erfrischend, klar. Zweimal das und... Zweimal bekannt? Einmal bekannt, nicht zwei. Ja, und was dann? Ja, was noch? Nur noch einen zweiten von den Clan. Hä? Okay. Ah, ich glaube nicht, oder? Nein. Weil er schreibt ja, er möchte gern was Bekanntes. Das ist auf alle Fälle das hier. Und er will auch was Mildes, ne? Und erfrischend muss er ja sein. Aber wurscht, wenn er bekannt will, hau ich das doppelt rein. Ah! Okay. Ja, das kribbelt schon in meinen Mund. Du kannst auch lauter vorlesen, nicht nur nuscheln. Ui, scharf, das kribbelt schon in meinen Mund. Danke. Ja, noch mehr Pfefferkirsche wäre wirklich zu viel des Guten, das steht fest. Aber ich stecke auf einmal voller Energie. Wenn mir mal Triebe zumute ist, dann trinke ich diesen Tee. Ja? Achso, ja, ich bin, Entschuldige, jetzt habe ich gepennt. Ja, eine Tasse Kraft-Kirschtee ist dann genau dann und wann wirklich genau das Richtige. Okay, dann nehmen wir den. Servieren wir in den Kraftkill. Das da kräftig und ein wenig Trübsal und Malessi-Waves sind passé, ja? Probieren wir's. Schauen wir, ob es der richtige ist. Nein, ist der falsche. Okay. Wurscht, dann haben wir einen anderen. Ich möchte nicht undankbar klingen, aber dieser Tee ist einfach nichts für mich. Wow. Okay, die Mühe war umsonst. Vielleicht fehlen auch noch Zutaten, das kann ja auch sein, ne? Aber kann man denen den dann irgendwann wieder servieren? Weil der hat komischerweise irgendwie so irgendwelche Dinger über den Kopf gehabt, ne? Dass man den servieren kann, gell? Oder? Ich kann aber, ob das war. Weil dieses so Schwitzenzeichen. Ja. Hat er gehabt. Okay, schade. Wir haben zwar einen neuen Tee gefunden, aber es war nicht der, der erwartet wird. Aber egal. Wir werden schon mal Teemeister werden. Also, so.
Jetzt möchte ich mich gerne hier begnügen mit der ganzen Szenerie. Obwohl, warte mal, wir gehen noch einmal zurück. Haben wir nicht da auch noch irgendwen gehabt? Oh, was? Das Mädchen, war das vorher auch schon da? Was? Gott nicht. Nein, eben nicht. Ist heraus. Was sollte die Trauermine? Das kann ich ja gar nicht mit ansehen. Vielleicht kann ein Rätsel euch aufhalten. Meine Freundin hat mir neulich ein sehr gutes gestellt. Ach, da hatten wir doch was im ersten Teil mit der Freundin, ne? Wie alt bin ich? Okay, das ist deins. Das ist eindeutig deines jetzt. Also streng dich an. Der Unterschied zwischen Mamas und Papas Alter ist mein Alter. Ach ja, meine große Schwester ist doppelt so alt wie ich und ein Drittel so alt wie Mama. Und noch was, in 5 Jahren bin ich so alt, wie mein Schwesterherz heute ist. Na gut, genug erklärt. Wie alt bin ich? Zwischen Mama und Papas Alter ist mein Alter. Genau. Und meine große Schwester ist doppelt so alt wie ich. Und ein Drittel so alt wie Mama. Ein Drittel so alt wie Mama. Okay. Und in 5 Jahren bin ich so alt, wie mein Schwesterherz heute ist. Das ist aber dein Rätsel. Das gehört dir. Da bin ich außen. Da melde ich mich ab. Das sind solche Rätsel. Okay, Natalie hat schon. Also, solche Rätsel liegen mir nicht. Na, ich müsste auch ein bisschen mehr machen. Müsste mir Notizen sowas machen. Ja, dann Notizen, bitte. Dann sag an Notizen, ich schreibe. Ja? Unterschied. Ja, was soll ich denn schreiben für Notizen? Komm. Ja, ich wollte nicht, lass mich überlegen, meine Güte. Du sagst nicht so Notizen, du brauchst Notizen. Notizen stehen bereit. Ja. Also meine große Schwester ist doppelt so alt wie ich. Theoretisch, sie ist 10. Und ich bin 5. Ja. In 5 Jahren bin ich so alt, wie meine Schwester heute ist. Und sie ist ein Drittel so alt wie Mama. Und ist Mama 30. Das wäre richtig, oder? Und der Unterschied zwischen Mama und Papa wäre dann 5 Jahre, aber das ist ja, glaube ich, denk nicht so kompliziert, okay. Ich würde sagen 5, ja. Das klingt ganz gut. Ja. Aber auf was stützt sich das 5 jetzt? Intuition. Von deiner Intuition kann ich mir nichts kaufen. Ich möchte Fakten haben. Aber Natalie schreibt, glaube ich, auch schon ja. Aber geht das Ganze nicht mit 1 und... Obwohl, nein, 1 geht ja gar nicht, weil 0 kann sie ja nicht sein, 0 Jahre alt, ne? Das geht ja nicht. Und 1 und dann das Doppelte von 1 wäre ja 2, ne? Also das geht gar nicht, ne? Ich glaube, das Alter von dem Vater nicht kennen, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ja. Man kann jetzt denken, man weiß es, dadurch weiß man, dass der Vater 32 sein muss. Warum soll er 32 sein? Weil er, der Unterschied, naja, 35. Eben, danke. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Wow. So, das ist ein schöner Fünfer. Danke. Jo. Also mit der Fünfer-Theorie haben wir es mal getestet. Schauen wir, ob es stimmt. Ja, stimmt wirklich. Okay. Weil, wie gesagt, 0 und 1 und doppelt wird 2. Das geht auch vom Alter von den Eltern nicht, weil... Gesetzliche Grundlage, sie dürfen ein Kind ja nicht mit, ja, sagen wir mal so, sie sollten das Kind ja nicht mit 10 bekommen oder was weiß ich, ja, oder? Ja. Wurscht. Auf alle Fälle, 5 war schon gut, ja. Ja.
Weil wenn sie 10 wäre und die Schwester doppelt 20, das ist ein Drittel von der Mutter, dann wäre sie 60. Da könnte sie ja theoretisch dann auch keine Kinder mehr kriegen. Ja, theoretisch. Theoretisch, ja. Aber ja, 5 war schon gut. Dankeschön. Und genau 1700 Pikarat haben wir. Hier nicht schlecht. Ihr Papa ist 35, Mama ist 30. Und der Altersunterschied zwischen den beiden entspricht genau ihrem Alter. Die große Schwester ist 10 Jahre alt, also zweimal so alt wie sie und ein Drittel so alt wie ihre Mama. In 5 Jahren wird sie 10 und ist damit genauso alt wie ihre Schwester heute. Das ist ja schon fast erwachsen. Ja, süß. Knuffig. Das war ziemlich gut, Schlaumeier. So gut, dass ihr eine Belohnung verdient habt. Was denn für eine Belohnung? Oh, Zutat vielleicht? Eine ganz tolle Belohnung, nämlich eine Geschichte und die geht so. Vor langer Zeit gab es hier nämlich eine andere Familie, die auch so reich war wie die Familie Herzen. Aber dann hat irgendein Typ einer der Töchter das Herz gebrochen und dann ist sie abgehauen. Vielleicht hat sich die Geschichte auch nur jemand ausgedacht. Aber falls nicht, dann muss der Typ ja ein echter Fiesling gewesen sein. Wow, okay. Haben wir dann schon. Bitte? Aber glaube ich. Wir müssen, glaube ich, nicht mehr so, weil haben wir ja schon genug nach Münzen. Ich weiß nicht, ob wir 3 hatten. Das ist mein Problem. Ich habe auch schon andere Probleme, wo wir keine 3 gefunden haben heute, also. Ja, alle werden wir nicht kriegen. Oh! Gut, dass wir noch einmal zurückgehen zu den anderen Leute. Ui, was für ein Trümmerhaufen. Können wir Ihnen helfen, werter Herr? Ja, ungeschickt von mir. Ich habe mir diese antiken Karten, die nach einem ganz bestimmten System angeordnet waren. Leider ist mir die Tafel mit den Karten heruntergefallen und jetzt weiß ich weder ein noch aus. Bitte, könntet ihr versuchen, die Karten wieder so zu ordnen wie zuvor? Das ist die ideale Aufgabe für mich. Was war das denn für ein System? Das, mein lieber Luke, gilt herauszufinden. Unten siehst du ein Assemble aus Karten, jede davon mit einer Ziffer von 1 bis 6 gekennzeichnet. Ordne sie so an, dass folgende Bedingungen erfüllt werden. Die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein als die Summe der unteren Zahlen. Die zwei rechten Zahlen müssen zusammengerechnet 5 ergeben. Okay, welche zwei Zahlen ergeben 5? 3 und 2? Eh nur 3 und 2, ne? Nein, und 4 und 1, ne? Ja. Karte 5 muss direkt links von Karte 4 liegen. Karte 1 muss eine der beiden linken Karten sein. Okay, das heißt, wir können 4 und 1 nicht nach rechts geben. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle 3 und 2 nach rechts geben, ne? Und die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein als die Summe der unteren. Okay. Probieren wir es einmal so. Das wäre mal 5 auf der rechten Seite, ne? Karte 1 muss eine der beiden linken Karten sein. Okay, lassen wir es einmal oben. Weil wir, da haben wir die 3. Karte 5 muss direkt links von Karte 4. Momentan passt es. Der oben ist ein weniger als unten. Genau. Ich will nur. Nein, nein. Ja, warte, ich muss das noch austauschen, so. Weil Karte 5 muss direkt links von Karte 4 liegen, so. Die zwei rechten Zahlen ergeben zusammen 5. Die Summe der oberen Zahlen muss um 1 geringer sein. So, wie viel haben wir oben? 10. Und unten haben wir 11. Perfekt, ne? Jo. Karte 1 muss eine. Ja, schaut gut aus, oder? Ja. Jo. Jetzt bin ich dran. Nice. Das war richtig gut gerade. Kinderspiel. Ja. Gut kombiniert. Bei solchen Rätseln ist die Antwort spielen einfach zu finden, wenn man die Bedingungen haargenau befolgt. Ja, hat man gesehen. Voilà. Nicht schlecht, oder? Oh, gut gemacht, junger Mann. Du bist ein richtiges Puzzle-Genie. Oh, vielen Dank. Ich hab den Lauf, schreibt Nathalie. Ja, ja, wir haben einen Lauf. Was? Ein Kastenteufel erhalten. Der Hamster. Wir haben ein Hamster-Item. Nice. Nathalie, beweg dich. Komm, machen wir Training.
Was macht denn nur der Kastenteufel? Trifft der Hamster auf diese Kiste, öffnet sie sich und erschrickt. Er läuft in die entgegengesetzte Richtung davon, bis er gegen ein Objekt stößt. Okay, warte mal. Das können wir eigentlich hier platzieren, weil der rennt ja hier komplett runter, ne? Und dann erschreckt er sich und rennt hierher. Ja, dann... Warte, dann gebe ich das einfach hierher. Und dann hätten wir eigentlich auch die 24 gerade, ne? Außer der Kasten muss hier liegen. Das ist jetzt die Frage. Wir müssen es einmal so testen. Also wenn er da rennt und er sieht den Kasten rechts und er rennt dann in die andere Richtung, dann müsste es ja... Aber dann bringt das Haus hier nichts. Dann muss ich nicht das Haus hier platzieren, weil dann geht er ja... Na Blödsinn, das ist ja nur zum Ablenken. Okay, dann wir probieren es einmal. Nathalie, beweg dich. Jo. Ich glaube nicht, der Bauch ist weg. Ich glaube es nicht, der Bauch ist weg. Schön. So. So, Nathalie, dann Blümchen für dich. Ja, hübsche Blume. Ja. Und dann Häuschen für dich. Ein Äpfelchen? Hui, lecker Schmecker. Jetzt kriegst du einen Schlag. Bio. So, funktioniert es mit Kastenteufel? Ja, nice. Okay, es sind aber nur 22 Schritte. Okay, 23 Schritte haben wir, schade. Aber ich probiere was anderes noch. Ich probiere noch was anderes. Wir geben das... Na, das steht mitten im Weg dann, ne? Obwohl, warte... Von drei Feldern, ne? Das heißt, der Hamster steht auch hier. Drei Felder. Passt. Es ist die Frage... Okay. Das zieht den Hamster an. Sehr gut. Den Apfel... Den Apfel ignoriert er. Warte mal kurz. Den Apfel muss ich hierher, weil dann ignoriert er alle anderen... Gegenstände. Jetzt ist nur die Frage, ob der dann rauf und links rennt. Wir müssen es mal testen. Die ganze Schose mit dem Bewegenden ist nicht mein. Ja, das mit dem Bewegenden ist nicht mein. Ja, okay. So. Okay, und jetzt müsst ihr eigentlich zum Apfel rennen, weil den zieht er ihn ja an. Ja, genau. Ich hoffe, dann rennst du aufs obere Haus. Ja, perfekt. Ich glaube, jetzt läuft's. Jetzt haben wir die 24 Schritte. Jetzt haben wir's. Na, Nathalie, da machst du Bewegung. So läuft das Leben. Bam. Richtig süß, der kleine Fratz. Ja. Oder Nathalie halt so. Passt. Oing, genau auf die Ärmel. Und ein Häuschen noch da oben. Schön. 25 Schritte haben wir. Nice. Oh. Läuft. Ich muss mal sagen, ich kann echt nicht klagen. Bummler, digitiert zu Sprinter. Nice. Gut, dann haben wir noch... Aber jetzt muss ich das ganze Konstrukt... Obwohl, warte, wenn das Haus hier ist, könnte ich dann hier noch was dranhängen eventuell. Dann müsste ich aber hier noch was dranhängen. Also ich brauche zwei Gegenstände, um diese Reihe dann fortzusetzen. Schauen wir mal, was wir noch alles kriegen für Gegenstände. Schauen wir mal. Lassen wir es einmal. Erst, das läuft ja heute wirklich. Ja. Nathalie ist zum Sprinter mutiert. Ja, super. Richtig elegant siehst du aus, Nathalie. Muss ich schon sagen. Du machst dich. Du machst dich. So, wir gehen noch weiter zurück, weil vielleicht haben wir da noch... Da, die Dame ist auch neu. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Erkundungstriebe... Liebe. wir könnten aber zu Flora auch mal schauen. Die bewundert sich immer noch im Spiegel. Wow. Ich bleibe hier und ruhe mich aus. Ja, ja. Mach das, kleine Maus. Habe ich hier eigentlich schon alle Münzen? Ich weiß leider nicht, wo ich überall alle drei Münzen habe, wo nicht. Aha. Ich glaube, überall drei Münzen gibt. Du hast gerade
Was? Habe ich ihn passiert? Nein. Geht schon ja, weiter. Eben kurz, ja. Ja, weil ich oben angeklickt habe wieder. Aber ich habe es dir doch schon öfters bewiesen, dass ich immer drei Münzen finde, oder? Also es wird schon... Oh ja. Ja, dann habe ich sie halt nicht gefunden, ne? Aber es gibt in jedem Screen anscheinend drei Münzen. Guten Tag, Herren. Darf ich Sie fragen, wie Ihre Ermittlungen voranschritten? Sie sind sicher müde von der ganzen Lauferei. Ich könnte Ihnen ein erfrischendes Rätsel anbieten. Zahlenspiel. Oh mein Gott. Ah, wir haben verschiedene Antwortmöglichkeiten. Na, das geht eh. Auf dem Tisch liegen zwei Karten. Auf jeder Karte steht eine andere Ziffer. Liegen die Karten nebeneinander, bilden sie eine zweistellige Zahl. Werden sie miteinander vertauscht, bilden sie eine weitere zweistellige Zahl. Die Summe der so entstandenen Zahlen entspricht einer der unten angegebenen Zahlen. Aber welcher? Okay. Auf dem Tisch liegen zwei Karten. Auf jeder Karte steht eine andere Ziffer. Okay, also keine gleichen. Liegen die Karten nebeneinander, bilden sie eine zweistellige Zahl. Werden sie miteinander vertauscht, bilden sie eine weitere zweistellige Zahl. Die Summe der so entstandenen Zahlen entspricht einer der unten angegebenen. Okay, das heißt, es muss eine Zahl zwischen 0 und 9 sein. Auf alle Fälle. Es ist ja immer eine andere Ziffer, ne? Auf jeder Karte steht eine andere Ziffer, also 0, ja. 0 bis 9. Wobei 0 keine Ziffer ist. Naja, ist wurscht. 1 zwischen 1 und 9. Also ich könnte theoretisch hinlegen 19 und dann plus 91 ist wie viel? 19 und 91, wenn dann 110. Das haben wir nicht, ne? Und 51 sind dann 66. Na, das ist zu wenig. Da kommt man mit einer Schritten weiter. 13 und 31. Ja, genau. Hätte ich auch gerade sagen wollen. Weil ja. 15, 51, weil diese 11er Schritte. Wollte ich gerade sagen. 13 und 31. Ja, wollte ich gerade sagen. Kann euch der Lösungsbuchstaben sagen? Nein, danke. Also 44, ne? Ja. Hätte ich auch mal gesagt. 1331. Wir mal sehen. Stimmt. Boah, ich bin gut heute. Schlag virtuell ein, Junge. Boing. Chaka, give me 5. Wie man hier sieht, erhält man bei der Addition einer zweistelligen Zahl zur selben Zahl mit vertauschten Ziffern immer eine Summe, die ein Vielfaches von 11 ist. Bei den gegebenen Optionen ist das einzige vierfache 11 von 11 die 44. Yep. Ausgezeichnet, meine Herren. Die lange Suche muss ja gänzlich ermattet haben. Vollends ist nicht gerade klein. Das stimmt. Gut, dann reden wir noch mit der Dame da draußen. Die hat ja auch was vielleicht für uns. Oder auch nicht. Früher gab es in Vollends viele Adelsfamilien. Doch dann fand Herzog Herzen Gold am Rande der Stadt. Dadurch änderte sich alles. Vollends entwickelte sich äußerst rasch, doch das Gold lockte auch viele zwielichtige Gestalten an. Ach, was für eine Schande. Dabei war Vollends mal so eine bezaubernde Stadt. Okay. Noch was? Nein. Okay. Passt. Tut sich beim Zug schon was? Achso, da haben wir noch ein Screen. Entschuldige, da war ich noch was. Ich glaube, hier hatte ich noch nicht alle Münzen. Kann das sein? Ach, was soll's. Reden wir mit ihm mal. Herzlich willkommen in Vollends, die Stadt der Grünen. Wollte ich den reich werden? In Vollends ist das kein Problem. Ah, okay. Doch mehr Text. Das Herzenvermögen? Schau dir die Ohren von dem an, bitte. Das ist ja Mickey Maus. Ihr kommt den ganzen Weg bis nach Vollends und habt noch nicht mal vom Herzenvermögen gehört? Das ist ja nicht zu fassen. Dann will ich euch mal aufklären. Einst fand Herzog Herzen ein hohes Tier hier, am Rande der Stadt, die Mutter aller Goldadern. Es gab hier so viel Gold, das hätte man im Leben nicht ausgeben können. Neulich war es dann vorbei mit dem Alten und jetzt liegt sein Zaster vergessen auf seinem Schloss. Das ist doch mal eine interessante Geschichte, nicht wahr? Durchaus, jedoch suchen wir nicht Reichtum, sondern die Schatulle der Pandora. Schatulle der Pandora? Ist das nicht der Titel eines Romans?
Okay. Und jetzt hat er auf einmal ein Rätsel. Ihr seid jetzt in Vollends, Leute, also greift nach den Sternen, denn hier ist alles möglich. Ich würde euch gerne mit einem kleinen Rätsel willkommen heißen. Darin geht es um einen ähnlichen Platz wie den, auf dem wir gerade stehen. Oh, es reimt sich sogar, dann kann ich ja gehen. Der runde Platz. Oh Gottes Willen. Hier seht ihr einen runden Platz. Wenn ihr euch die Statue in der Mitte wegdenkt, dann sieht der Platz aus wie ein Kreis mit einem Loch drin, oder? Diesen Kreis mit Loch in der Mitte solltet ihr nun so aufteilen, dass sich zwei gleich geformte Teile ergeben. Aber nur mit einer einzigen Linie. Ach ja, bevor euch blöde Ideen kommen, die gestrichelte Linie unten zählt nicht, denn das wären zwei separate Schnitte. Okay. Habe ich jetzt nicht so verstanden, wie das gemeint ist. Der Brunnen ist in der Mitte und es zieht eine senkrechte Linie durch. Aber das ist nicht ein Schnitt, sondern zwei, weil der Brunnen blockt ja den Schnitt ab. Ja. Wir müssen aber hier diesen Kreis mit Loch in der Mitte sollte nun so aufteilen, dass sich zwei gleich geformte Kreise, geformte Teile ergeben. Okay. Kreis mit Loch. Diesen Kreis mit Loch in der Mitte sollte nun so aufteilen, dass sich zwei gleich geformte. Ja, was ist, wenn ich einfach einen Schnitt mache mit Kreis? Ist zwar jetzt nicht perfekt, aber. Was hält man von dieser Lösung eventuell? Keine Ahnung, ich habe das Rätsel nicht für dich verstanden. Dann lese es dir doch bitte nochmal durch, ne? Gut, sagt Nathalie, okay. Achso, Blödsinn, entschuldige. Finn. Ich bin schon gewohnt, dass Nathalie schreibt. Das sieht gut aus, denke ich. Ah, wirklich? Dass man das wirklich so machen muss? Falls er diesen perfekten Kreis annimmt, ja. Das befürchte ich eben auch, dass es daran hapern wird. Aber ich kann es schöner machen. Wartet mal kurz. Jetzt kommt der Perfect Circle of zeichnerisches Talent. It's the Circle of Life. Och, was gebe ich da für einen Scheiß? Schaut euch das an. Circle of Life, ja. Der wird dein Kunstlehrer dich in Grab rotieren. Ja. Also was anderes würde ich jetzt als Lösung nicht sehen, ja. Aber vielleicht sollte der ist noch schlechter, okay. Ja, mit Touchpen geht das ein bisschen besser. Wie schaut der aus jetzt? Schon besser. Nathalie auch irgendwie nicht besser. Aber der ist doch schön, oder? Der ist doch schön. Da kann man jetzt nichts sagen. Es ist ja die Frage, wenn das wirklich stimmt, ob es mir annimmt oder nicht. Das ist es ja. Also ich nehme mal jetzt den Kreis, der schaut gut aus, ne? Ja, der geht durch. Okay. Dann legen wir es mal drauf an. Dann wollen wir mal sehen. Nein. Wie der Eye of the Tiger, so hübsch. Konzentriere dich auf den Teil nur mit einer einzigen Linie irgendwo drin. Hä? Okay, ich glaube, er hat den Kreis nicht genommen, oder? Ist es überhaupt der Kreis? Aber was anderes geht ja gar nicht. Muss ich den kleiner zeichnen? Der schaut noch schöner aus, oder? Ich probier's einfach. Dann wollen wir mal sehen. Ah, doch kleiner? Naja, ich spekuliere nur, ob er kleiner sein muss. Ich weiß es ja nicht. Aber es steht doch zwei gleich große Teile, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, die mache ich mehr mittig, aber von mir mache ich noch kleiner jetzt, ja. Probieren wir so. Nun die Probe aufs Exempel. Ja, so passt's. Alter Falter. Was ist da jetzt gleich groß? Okay. So, aber wenn man etwa ein Drittel von dem Loch entfernt und einen Kreis mitten durch den Platz zieht, wird dies in zwei gleich geformte
proportionale Flächen aufgeteilt. In der Geometrie ist das der Unterschied zwischen ähnlich und identisch. Okay. Aber mit Kreis sind wir schon richtig gelegen. Es happerte wieder am künstlerischen und zeichnerischen Talent. Wie eh und je. Viele Leute kommen auf der Suche nach Ruhm und Reichtum her, aber ihr scheint mir anders. Wenn ihr meinen gebildeten Rat hören wollt, geht bloß nicht in den Wald im Nordwesten der Stadt. Da will ich aber hin. Da will ich aber hin. Von der Hinweis, geh da hin. Okay, der Zug ist immer noch leer. Und die Melodie. Jetzt kommt gleich Michael Myers um die Ecke gezogen, ja? Aufgrund der Melodie. So. Oh, die will einen Tee haben, glaube ich. Schau. Da, diese Schwitzdinger hier. Die meine ich hier. Ja. Das kann gut sein. Ach, was soll ich nur tun? Was kann ich nur tun? Sie sehen betrübt aus, werte Dame. Können wir Ihnen helfen? Und ich bin sehr wohl betrübt. Jedoch kann ich die Angelegenheit mit niemandem besprechen. Wie wäre es dann mit einem Tässchen Tee? Vielleicht könnte das Ihre Stimmung etwas heben. Mir reicht es langsam, das Problem noch länger zu durchdenken. Eine Pause könnte wohl nicht schaden. Ich möchte nicht wählerisch klingen, aber ich habe gewisse Präferenzen. An einem Tag wie diesem wäre ein starker Tee mit einem Hauch von Traumflau. Ein starker Tee mit einem Hauch von Traumflau, genau das Richtige. Das, was wir da geformt haben, den Fünfer, vielleicht. Nee. Also mit Traumflau auf alle Fälle. Starker Tee. Probieren wir mal mit süß. Oh? Ist der neu? Probieren wir mal. Und im Nachgeschmack auch noch zuckersüß. Ich finde es beeindruckend, wie perfekt ist sich Schärfe und Süße die Waage halten. Wer hätte gedacht, dass süß und pikant so gut miteinander harmonieren können? Haben wir den schon gehabt jetzt? Nein, der ist neu. Ja, milden und süßen Geschmack mit raffiniert bekannter Schärfe. Das klingt doch gut, oder? Stark genug, ne? Und Traumflau ist auch dabei. Und das Süße. Das Süße war. Extra Schärfe-Kick. Da ist auch Traumflau dabei, ja, gell? Nein, da ist kein Traumflau dabei. Der ist hier dabei, beim Siemer. Das wird schon passen. Das wird schon passen. Weil das Süße habe ich deswegen genommen, weil. Die Mischung wird besonders von Damen und Kindern geschätzt. Es ist eine Dame, deswegen wollte ich das Süße nicht noch dazugeben. Deswegen kam dann auch wirklich der Tee dann raus, ne? Ja, wir servieren den jetzt. Sieh mal, komm schon, nimm ihn. Schmeck ihn dir. Alter, wieder nicht. Ich werde bitte auch. Wir kriegen lauter Tees und dann ist es nicht der richtige. Okay. Wir verpassen alle unsere Teechancen. Ist die Frage, ob die wiederkommen oder nicht. Das ist. Wir gehen mal eine Ehrenrunde nochmal. Na, der will immer noch keinen Tee. Und vielleicht? Nee. Ich glaube, das ist wie gesagt dieses Schwitze-Symbol, muss ja sein, ne? Wie gesagt, mit Tee kochen hapert es ein bisschen bei uns. Obwohl wir jetzt eh schon einiges freigeschaltet haben, ne? Aber macht ja nichts. So, jetzt kümmern wir uns mal um das Gebiet hier. Gibt es da noch irgendwo einen Eingang? Nein. Okay. Von oben. Ja, von oben kommen wir ja gerade. So, eine Münze. Zweite Münze. Dritte Münze. Nice. Gut, werte Dame, ich bin hier, du bist da, machen wir es wunderbar. Oh, oha, hallo, Sie großer, schöner Mann. Möchten Sie hereinkommen und sich die Vorstellung ansehen? Verzeihen Sie, werte Dame, wir wollten gerade... was denn, sind Sie etwas schüchtern? Keine Sorge, mein Hübscher, ich beiße nicht. Und wer ist denn Ihr kleiner Freund? Du bist ein ganz Süßer. Wer, ich?
Also, Entschuldigen Sie, dass ich das Thema wechsle, gnädige Frau. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass Herr Beluga vor kurzem hier ihr Kabarett betrat. Ach, sind Sie und Herr B. etwa alte Bekannte? So in etwa, ja. Ja, sagen Sie mir, kommt Herr Beluga oft bei Ihnen vorbei? Herr Beluga ist in der Tat ein Liebhaber der schönen Künste. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, aber Sie sind mein schöner Bursche, so charmant und adrett und ein rechter Gentleman dazu. Wenn Ihr Verstand mit Ihrem Aussehen mithalten kann, werde ich vielleicht gesprächiger. Okay. Ach, gar kein Kamasutra-Rätsel? Verstehe, gut. Juwelenkette ist genauso gut. Oh Gottes Willen. Ich habe hier diese alte Halskette, aber sie ist nicht ganz mein Geschmack. Ich wollte sie verkaufen, doch als ich sie schätzen ließ, ist mir etwas Seltsames aufgefallen. Alle Juwelen sind unterschiedlich viel wert, aber wenn ich die Kette an drei Stellen durchtrenne, sind alle drei Teile genau gleich viel wert. Ist das zu fassen? Hier, könnt ihr mir sagen, an welchen Stellen man die Kette dafür durchtrennen muss? Okay. Was ist, wenn wir alles zusammenrechnen und dann dividiert durch 3, ne? Wäre das nicht eine Lösung vielleicht? Ja. Okay, ich zücke mal meinen Rechner. Schauen wir mal, wir haben 900. Dann haben wir... 2122. Warte, dann haben wir 100. 27. Hallo, bitte nicht reinreden. 500, dann haben wir 800. Dann haben wir 1100. 200. 400, 300, 600, 1000 und 700. Dann wären wir bei 7800 durch 3. 2600 brauchen wir. Ach, danke. Finn hat schon geschrieben. Für was bemühe ich mich? 2600 brauchen wir pro Abriegelung. Das heißt, wenn wir jetzt die 1200 nehmen... Plus die 100, plus die 500 und plus die 800 hätten wir zum Beispiel einmal die 2600 hier schon. So. Hätte ich mal gesagt, ne? Dann machen wir 1100 plus 200 plus 400 plus 300 plus die 600 natürlich. Dann sind das 2600. Und dann müsste das obere auch 2600 ja sein. Passt. Perfekt. Dann lassen wir es so mal, ne? Jo. Nicht auf Hinweis klicken, danke. Braucht man nicht. Nun die Probe aufs Exempel. ganz famos. Ganz famos. Brillant. Jedes Stück Kette ist damit 2600 Pfund wert. Ein wahres Vermögen. Ach, bin ich hübsch. Habe ich das schon erwähnt? Hübsch und schlau. Sie sind ein guter Fang. Ich bin hingerissen und angetan. Rrr. Was Herrn B. angeht, er sucht etwas, aber ich weiß nicht was. Die Suche läuft wohl nicht so gut, denn in letzter Zeit ist er immer sehr gereizt, wenn ich ihn sehe. Und das stört die Stimmung. Okay. Es ist ganz schön schwierig, die Hinweise zu finden. Das ist wahr. Vielleicht können wir vorerst nur darauf warten, dass das Herzenmuseum öffnet. Also, wenn das so ist, dann sollten wir gleich nochmal dort vorbeischauen. Vielleicht hat es ja inzwischen offen. Wie du meinst. Ich hoffe, der Weg lohnt sich zumindest diesmal. Luke und Professor Layton beschließen, noch einmal beim Herzenmuseum vorbeizuschauen, während Flora noch im Hotelzimmer verweilt. So, neue Aufgabe, neues Glück? Nein, doch nicht. Ich habe nichts weiter über Herrn B. zu sagen, mein Hübscher. Schließlich bin ich Artistin, keine Nachrichtensprecherin. Artistin nennt man das. Die Verrenkungskunst, ich verstehe. Oh, Oma Enigmas Hütte. Da haben wir gleich ein Foto. Den Weg sind wir nicht vorher nicht gegangen. Den habe ich anscheinend übersehen bis jetzt. Na, auch recht. Dann macht man jetzt. So, eine Münze. Zweite Münze. Und dann kannst du ja mal das Foto anglotzen. Mach ich gleich.
Schon wieder diese Hütte. Oma, eine Knasshütte, ja. Wenn wir auf unserer Reise Rätsel übersehen, wissen wir, wo wir hingehen können. Darf ich auch eintreten? Danke. Genau, der Raum sieht aus wie vom ersten Teil, ne? Gibt's da auch irgendwelche Münzen? Nein, ich glaube. Da nicht, ne? Nein. Ja, ich habe beschlossen, in der Stadt meine Zelte aufzuschlagen. Na, was meint ihr? Schick, was? Wenn ihr langsam den Überblick über alle eure Rätsel verliert, dann kommt ihr vorbei. Okay, dabei haben wir noch kein Rätsel. Sehr gut. So, mir fehlt noch eine Münze, glaube ich, da draußen. Wenn es denn wirklich auch drei gibt. Da, die dritte. Hör auf damit. Ich habe dir doch schon 10.000 Mal gesagt, dass es bis jetzt immer mindestens drei waren, ja? Mindestens drei. Wir haben auch schon... Ja, dann habe ich sie nicht gefunden. Wie oft noch? Ich habe sie am Anfang nicht gewusst, dass es immer drei sind. Es hat sich mit der Zeit halt dann ein bisschen bemerkbar gemacht, sagen wir es mal so. Ja? Alter Falter. Sage ich Ihnen schon zum 10.000. Mal, dass es drei Münzen gibt überall. So, da machen wir hier Fehler Nummer 1. Das ist ja offensichtlich. Kein Rätsel ohne Lösung. Du. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ein Gentleman löst jedes Rätsel? Nein, weiß ich nicht. Vergiss nicht, das ist abgeschnitten wieder, gell? Ich würde sagen, da am Dach, das ja, Teil ist. Wollte ich gerade auch, ja. Perfekt. Ist etwas. Nun die Probe nicht verbogen. Ja. So, der dritte Fehler ist wieder der schwerste wahrscheinlich. So. Wo könnte. Warte, gib mal meine Maus weg. Wo könnte der dritte Fehler sein? Ah, ich habe ihn schon. Da der Ast. Der Ast, der nicht hierher passt. Probe aufs Exempel. Na bitte, perfekt. Ah, ganz famos. So, wo ist das Rätsel? Am kam zu. Kindeskopf vom Fenster, okay. Ja, das Rätsel ist dann auch dort versteckt. Na gut. Machen wir das Oma-Rätselshütte-Enigma-Blablabla-Rätsel. So. Ich sehr verstehe das Rätsel. Fauler Maulwurf. Oh Gottes Willen. Am Rande eines Waldes lebt ein besonders unordentlicher Maulwurf. Seine Behausung ist so sehr mit Müll vollgestopft, dass er dringend aufräumen müsste. Da aber faul ist, möchte er sich dabei so wenig wie möglich bewegen. Wenn der Maulwurf allen Müll aufsammeln will, ohne zweimal durch denselben Tunnel zu kommen, bei welchem Loch muss er damit mit dem Aufräumen anfangen? Gänge darf er nur einmal durchkrabbeln, die Kreuzungen dagegen so oft er mag. Also bei welchem Loch muss er beginnen, dass er alles aufsammeln kann? Erinnert mich an Suikoden-Fan. War es der volle Maulwurf, oder was? Ach, ist seine Bude doch voller Müll. Habe ich mir das doch nicht eingebildet. Okay. So, warte mal. Ich mache meine Notizwege hier. Wir machen es einmal so. Ich gehe mal hier lang. Hier lang. Mach dann hier mal den Achter. Gehe hier lang. Hier runter, hierher. Ja, da hapert es auch schon. Okay, da hapert schon. Ja, schreibt sie. Was? Bei dir liegt überall wirklich Müll herum, oder was? Nein. Räumst du nicht zusammen? Also schäm dich. Schäm dich, Junge. So. Die Frau übertreibt komplett. Sie sagt doch die Wahrheit über die Rätsel. Also ich glaube schon vielleicht. Ne? So, dann machen wir das so mit dem. Nein, das.
Die knackige Stelle ist ja... Na, ich glaube, bei dem muss ich beginnen, glaube ich. Gehen wir mal hier so runter. Dann machen wir mal die Schlaufe hier. Dann machen wir das so. Dann machen wir... Na, es geht auch nicht. Wenn ich bei F beginne... Glaubst du, hast das? Na dann sag er mal an. Bei welchen könnte man beginnen? C? Ja, doch bei C, wo ich schon war? Bin ich nur falsch gegangen? So, ich habe hier den Müll. Dann gehen wir da retour. Dann machen wir die Schlaufe hier. Dann machen wir das hier. So. Ja, theoretisch, wenn der einzelne Weg hier nicht mitzählt, dann könnte es wirklich C sein, ja. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein Verbindungsweg, den muss ich gehen, deswegen war das ein bisschen irritierend. Wir probieren es heute mal, ne? Ich weiß es auch nicht so genau, aber C könnte es sein, ja. Wir probieren es einfach mal. Nun die Probe aufs Exempel. Perfekt, danke für ihn. Wir werden vielleicht sehen, wie alles. Ganz famos. Danke für ihn. Ah, okay, dieser Weg hier. So, so und dann hier rauf. Das war der Weg, der mich gestört hat. Weil da muss es auch enden, deswegen. Deswegen hat es mich gestört, okay. Sehr gut, der vollpitzige Mal sollte bei Loch 10 mit dem Aufwand anfangen. Fängt er bei einem anderen Loch an, muss er mindestens einen Tunnel zweimal durchkrabbeln. Ja. Das war ganz schön schwer. So. Das heißt, auf zum Museum wieder. Okay, der mit T, die kommen wieder. Was haben wir denen letztes Mal gegeben? Kannst du dich noch erinnern? Der braucht irgendwas Würziges oder so, braucht er, glaube ich. Ah, oder so. Ich auch mal verspeichern. Naja, nein, ich habe nur so gesprochen. Ich möchte einen Tee, der sowohl ungewöhnlich als auch süß ist. Strengt euch etwas an. Jetzt wieder was Süßes. Nein. Man sieht, man ungewöhnlich. Damit meine ich süß, mild und bekannt zugleich. Das wär der da dann, oder? Die Feuermilde, was wir jetzt entdeckt haben. Süß, ja. Mild und bekannt, ne? Ja. Wir schauen sich die Teile nochmal an kurz. Süß, mild, bekannt. Perfekt. Ja. Dann kehrt der Tee ihm. Ja. Ein Lächeln macht sich auf Naris Gesicht breit. Sie ist er. Ah, das ist ein Mädchen? Ich dachte ganz, das ist ein Junge. Sie ist ja heute. Schaut aus wie Mozart eben, deswegen. Oh, etwas in diesem Tee ist tatsächlich ungewöhnlich. Ich bin beeindruckt. Schön, dass es Ihnen schmeckt. Ja, war wirklich gut. Zum Dank kann ich euch verraten, wo die gruseligsten Geister der Stadt zu finden sind, na? Vollends hat massenhaft Geister, die sich gut beobachten lassen. Die Stadt ist mir schon unheimlich genug. Aber danke trotzdem. Okay. Vielleicht müssen wir auch jeden einen Tee kochen in der Stadt. Das kann natürlich auch sein. Weil irgendwie hat sich jetzt nicht viel getan, ne? Ach, das wird noch lustig werden, die ganzen Tee-Dinger herauszufinden. Was war denn eigentlich hier drin? Nochmal. Ach, der Typ. Okay. Okay. Da steht keiner mehr im Norden. Sinaluk, das Tor wurde inzwischen geöffnet.
Oh, dann können wir jetzt endlich durch. Nein. Da drin war ja auch noch wer. Und da hat aber auch nichts. Okay. Na gut, Leute, ich würde dann sowieso sagen, wir beenden es für heute. Wir haben ja einiges erreicht, ja. Und nächste Mal gehen wir auf Museumstour im Herzenmuseum, im Museum Herzen. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Jogobo19. Ciao, ciao. Oh, bis zum nächsten Mal. Ciao.